Hey ho, meine Lieben, nachdem hier momentan keiner wirklich weiß, was er will, mache ich mir jetzt ganz einfach eine Portion Pommes für mich und ja, schön frittieren, frisch aus Kartoffeln und ich bin neugierig, wie ich die hinbringe. Was rede ich viel? Gehen wir einfach rüber in die kleine, aber feine Küche. Ja, hier jetzt schon alles, was ich brauche. Salz, Paprika und Knoblauch für später. Und ein paar Kartoffelchen. Ich habe jetzt relativ kleine. Das waren vorwiegend festkochende. Da soll es ja auch Unterschiede geben zwischen den Kartoffeln. Die einen werden dann die Pommes innen mehr cremig, die anderen mehr knusprig oder so ähnlich. Naja, das müsste man aber alles selber mal ausprobieren. Ich schäle mir die jetzt erst einmal und dann schneide ich mir die mit dem Messer zurecht. Ich könnte sie auch durch den Nicer Dicer jagen. Aber für die ersten Pommes jetzt, denke ich, ja, ist Handarbeit ganz nett. Und dann schmeiße ich gleich mal die Kartoffeln weg. Tja Leute, ich denke, das wird jedem klar sein, je größer die Kartoffeln, desto größer die Pommes am Schluss. Ich habe halt jetzt bloß die kleineren. Tja, und sollte mir auch ausreichen. So. Dann schneiden wir uns die Pommes oder erst einmal hier die Kartoffeln in Scheiben, so dick, wie wir dann die Pommes haben wollen. Also ich bin da ja auch erst am Experimentieren. Das ist jetzt für mich das erste Mal eigentlich, dass ich so selber Pommes mache. Ich war zwar schon dabei, aber wirklich selber und alleine hatte ich das Vergnügen auch noch nie. Und wie gesagt, die andere Möglichkeit wäre es gewesen, die schnell durch den Nicer Dicer durchzujagen. Aber den hätten wir danach auch erst wieder spülen müssen. Und auch darauf hatte ich keine Lust, deswegen so schnell mit der Hand schnibbeln. Weil ob ich jetzt mit der Hand schnibbel oder nachher das Ding sauber mache, kommt zeitlich aufs selbe drauf raus, würde ich mal behaupten. So. Und jetzt tue ich das Ganze einfach nur mal mit Küchentuch ein bisschen trocken tupfen, dass nicht ganz so viel Feuchtigkeit mehr drin hängt, bevor die Pommes in die Fritte kommen, die auch schon so weit vorgeheizt ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Tefal-Fritte brutal schnell. Je weniger Feuchtigkeit, desto weniger blubbert und schäumt es nachher beim Frittieren. Das wissen wir ja eigentlich. So. Jo, und dann kann es in die Fritte. Gehen wir rüber. Auch Pommes frittieren wahrscheinlich für viele ein alter Hut. Für mich jetzt was relativ Neues. Also selber gemachte Pommes. So. Das Ganze so circa für 5 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hoffe ich mal, dass da hinten die Zeit abläuft. Jawohl. Und nach 5 Minuten holen wir sie wieder raus. Was ich gerade gesehen habe, die Uhr hier hinten, die springt in der letzten Minute sogar auf Sekunden um. Mhm. Ja, jetzt sind wir gleich soweit. Ja. Aus jetzt hier. Jetzt schauen wir uns die Pommes mal an hier. Na. Ja. Leicht angebräunt sind sie schon.
Die lassen wir jetzt abkühlen. Ich schalte dabei die Fritte aus, die ist ja ruckzuck nachher wieder warm. Und je nachdem, wie man Lust hat, kann man sie dann wieder aufwärmen oder frittieren im zweiten Gang. Ich warte jetzt einmal eine halbe Stunde oder Stunde. Ja, probieren tue jetzt trotzdem eins, wie die das jetzt schon ist. Könnte geil werden. Also wie gesagt, man kann das jetzt portionsweise machen, kann die komplett auf die Seite stellen und dann später einfach ja, nochmal frittieren. Und genau das mache ich auch so jetzt. Erst einmal noch ein bisschen warten und abkühlen lassen. So Freunde, ja, die Pommes sind fast kalt. Und jetzt kommen sie einfach zum zweiten Frittiergang rein. Den mache ich jetzt aber bloß mal 4 Minuten. 2, 3, 4. Und dann soll es eigentlich losgehen. Und ich kann es euch sagen, diese Fritte heizt unglaublich schnell auf. Genauso wie ich mir das von der Fritteuse wünsche. Ja, und von dem zweiten Frittiergang, ja, da sollen die Pommes jetzt so richtig schön knusprig werden. Was man mit einem einzelnen Frittiergang, nicht so erreichen soll. Aber ich werde alles mal ausprobieren. Die letzten Sekunden von meinen 4 Minuten. Dann schauen wir mal, wie sie aussehen. Okay, sehen gut aus. Lassen wir so, Fritte aus. Kurz noch abtropfen lassen. Dann kommen sie in die Schale und werden gewürzt. Ja, und jetzt so. Bisschen Salz. Dann schön viel Paprikapulver. Wenn denn viel rauskommt. So. Und noch ein bisschen Knoblauch. Fertig. Mir ist ein Pommes abgehauen, aber nicht weit. So, ja, da hätten wir jetzt die Pommes. Und dann schauen wir mal. Also ich hätte gedacht, die sind knuspriger. Vielleicht hätte ich sie länger drin lassen müssen. Also ich glaube 4 Minuten, der zweite Frittiergang war ein bisschen zu wenig. Hätten wir noch ein bisschen länger drin lassen können. Aber lecker schmecken sie. Will ich auch mal probieren. Komm her. Gerne. Und die tue ich jetzt snacken, während ich die Serie gucke. Weil später macht mein Spatzel noch Spaghetti Carbonara. Und wer dazu einmal ein Video sehen möchte, der muss es unten drunter kommentieren. Weil heute hat sie keine Lust zum Video machen. Die war noch da. Leute, wir sehen uns. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar und einen guten. Tja Leute, jetzt mache ich doch noch ein kurzes Fazit und eine Fragerunde an euch. Die Pommes waren gut, ohne Frage, aber nicht so, wie ich mir sie vorgestellt habe. Was habe ich falsch gemacht, Leute? Ihr habt es jetzt gesehen im Video. Vielleicht ist ja da ein Pommesfrittenmeister dabei, der wirklich drunter schreiben kann, ey, du hast das und jenes falsch gemacht.
Aufstoßen tut's mir auch. Schreibt's mir drunter, kommentiert's fleißig. Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich anders machen? Wie kann ich sie besser machen? Ja, besser machen auf jeden Fall, indem ich sie in Zukunft wieder mein Spatzel würzen lasse, weil ich versalze das Zeug immer. Naja, das aber am Rande. Also irgendwie waren die schon etwas dunkler, gebe ich ja zu. Und nicht so knusprig, wie ich mir das gewünscht habe. Und liegt es dran an der zweiten Frittierphase, an der ersten Frittierphase? Muss ich noch irgendwas anders machen? Ich habe es eigentlich so gemacht, wie ich mir ja, ein paar Videos angeguckt habe. Und da wird auch nicht viel anders gemacht. Kommentiert fleißig. Ich freue mich drüber. Es wird mit Sicherheit noch mehr Pommes-Videos geben, bis ich sie perfekt kann. Hoffe ich doch irgendwann einmal. Weil Pommes sind einfach geil, besonders selber gemachte. In dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal.